Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Piratenleben. So, wo waren wir denn eigentlich? Bla bla, immer noch das gleiche, es wird wohl eine Zeit dauern. Wir müssten jetzt eigentlich, ich lese auch gerne nochmal, wo ist denn das? Kommt nur auf die Kraft an. Hier die Wolfskirchen. Also, komm hier nicht so. Bla 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 bla. Von mir erfährt keiner was. Man wird niemals zufällig einen treffen, da dieser nur beim Zusammentreffen außergewöhnlicher Umstände erblüht. Nur wenn sich das Blut eines Tieres im Mondenschein auf einem Stein inmitten eines stillen Sees ergießt, wird der Strauch in der folgenden Nacht auf eben diesem Stein hervorkommen. Also, sollte er ja im Prinzip irgendwo da oben sein. Ich guck gerne nochmal nach. Wenn nicht, müssen wir die ganze Tortur nochmal von vorne machen. Sprich, wir hauen uns hier nochmal durch die Gegend. Kloppen nochmal jedes Viech windelweich und versuchen diesmal halt auf dem anderen Felsen zu erlegen, also das Dingen, ne? Aber inmitten von einem See wäre dann doch eher, also ich guck jetzt gerade nochmal nach. Inmitten von einem See wäre meiner Meinung nach nicht unbedingt da vorne, sondern eher hier. Deswegen bin ich wütend, dass da kein Wolfskirschenstrauch ist. Aber wir können es auch gerne noch auf dem anderen Felsen versuchen, ist kein Problem. Aber hier ist nichts, ne? Oder? Hier irgendwo was? Nö, ne? Schade eigentlich. Na gut, von mir aus. Pennen wir eben bis Nacht, beziehungsweise müssten hier noch alle wieder neu gespawnt sein, oder? Normal schon. Laufen wir gerade nochmal zurück. Sonst gibt's hier nichts zu machen. Bei den Piraten anheuern, das können wir dann erst. Ich hab's geschafft. Greg lässt mich im Pirat. Ach so, im Lager bleiben, na klar. Und morgen ist schwer verwundet, ist ja eigentlich jetzt die letzte Aufgabe, beziehungsweise will ich die jetzt endlich mal beenden. Deswegen beenden wir die jetzt. Egal wie. Ganz egal wie. Also versuchen wir einfach alles, was möglich ist. Aber ich glaube, jetzt in dieser Nacht müssen die eigentlich alle wieder neu spawnen, die Viecher, wenn ich mich nicht ganz irre. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre, keine Ahnung. Deswegen pennen wir einfach mal. Und du gehst von unserem Bett, ja, genau. Bis zur nächsten Mitternacht. Die müssten jetzt eigentlich neu da, also neu gespawnt sein, neu da sein. Ja, Bill ist ready for the Nachtschicht. Und die Viecher müssten jetzt eigentlich alle wieder da sein, ich hoffe es. Wenn nicht, dann locken wir halt irgendein Kackvieh jetzt auf den Felsen, ist mir auch vollkommen egal. Ja, komm mit, du Ratte. Komm mit. Ja, brav. Okay, langsam werden es ein paar viele. Wenn da vorne Snapper sind, dann ist aber Schluss. Okay, wir hauen erstmal eine. Los. Sei brav. Und du auch. Du kommst jetzt mit. Ja, brav. Okay, gut, warte. Wir nehmen ein anderes Vieh. Du nicht. Los, geh weg. Geh weg. Da vorne ist ja auch noch ein Vieh. Das ist gut. Was zur Hölle ist da vorne? Ein Rudel Wölfe, bitte nicht. Nichts zu plündern. Ach stimmt, das Vieh war es, genau. Oh ne, auf den Rudel Wölfe habe ich jetzt keine Laune. Da kommen wir auch, glaube ich, nicht dran vorbei. Shit, naja.
Irgendwie kriegen wir es hin. Haben wir vielleicht irgendwas jetzt? Komm. Sauf mal den Scheiß eben. Ja. Genau. Du Sumpfratten-Schweinvieh. Sei brav. So, pass mal auf. Wie machen wir das jetzt mit den blöden Wölfen? Das sind doch Wölfe, oder? Ich glaube schon. Wir müssten mal irgendwie... Also ein bisschen... Moment, ich mache das vielleicht mal ein bisschen elegant, da ich versuch's zumindest. Dass wenn wir hier außen rumlaufen... Können wir die vielleicht ein bisschen besser einzeln ködern, oder wie auch immer. Oh, verdammt. Die sind wieder so nah beieinander, ich hasse das. Kann man die schwerer einzeln killen. Aber gut, ist ja auch ein Rudeltier, da kann ich ja nicht. Kann ich mir jetzt nicht vorwerfen, dass er einzeln durch die Gegend spaziert. Und direkt alle, na, was habe ich gesagt? Ich hab's gesagt. Und dann gehen wir eben auf so einen blöden Stein und killen die dort alle. Los, komm her. Kackvieh. Los, auf den Stein. Ich hasse euch alle. Boah, wie dumm sind die denn? Wölfe eben. Hallo. Geistlich noch anwesend? So, jetzt aber, hä? Jetzt sind sie sauer, ne? Natürlich. Los, auf dem Felsen bleiben. Ja, brav. Ich raub auch mal das eine Vieh nicht aus. Vielleicht bleibt es dann hier liegen auf dem Felsen. Und vielleicht bildet sich dann diese blöde Pflanze. Warte, gut, dann plündern wir die nicht aus. Ist ja auch jetzt kein großer Verlust, sage ich mal. Die kommen ja sowieso alle wieder. Nach 3 Nächten in dem Fall. Können wir das überleben. Und ich versuche jetzt noch die eine Ratte auf den anderen Felsen zu ködern, damit wir auch ganz sicher sind. Weil ich glaube, eine Sumpfratte müsste hier noch irgendwo sein. Oder irre ich mich jetzt gerade wieder? Nein, da ist eine. Komm mit. Ja, komm mit, du Sumpfratten, Schweinvieh. Ja. Ja, nein, nein. Das Ding hat auch ein IQ von einem Weißbrot, ne? Jetzt komm. Oh, warum ist das nur so strunzdumm? Die ganze Zeit bläht das Ding mir die Ohren voll. Weil ich höre das ja über die Kopfhörer und naja. Ja, komm, einfach her. Ja, beiß mich von mir aus. Jetzt komm aber her. Ja, ja. Komm. Hallo. Ja, ja, brave Sumpfratte. Komm, wir gehen zum Sumpf. Das gefällt dir bestimmt. Ja, komm. Put, put. Ja, komm. Komm, komm, brav, ja. Komm. Aua, nein, nicht brav. Komm jetzt. Ja, brav. Vergiss deine kleinen Freunde, die sind egal. Die kannst du auch später noch essen. Nicht, weil ich töte dich jetzt. Ja, sei sauer. Komm her, komm jetzt. Ja, komm. Komm her. Ja, brave Sumpfratte. Komm mit. Hier geht's lang. Ja, brav, komm jetzt. Los, noch einen Schritt. Hallo. Bist du ein bisschen bekloppt? Hallo, komm jetzt. Hier, ha. Ja. Komm, noch einen Schritt. Ach komm, scheiß drauf. Ja, jetzt bist du... Nein, nicht ins Wasser fallen. Auf dem blöden Felsen bleiben. So, jetzt muss aber ganz sicher was passieren. Ich lasse auch das Ding jetzt mal leben von mir aus. Nein, die Fackel! Ja, die brennt unter Wasser, klar. Haben jetzt auch Magnesiumfackeln, ne? Ist klar. Was die hier nicht alles erfunden haben, das ist der Hammer, ne?
So, pass mal auf, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich penne jetzt einfach bis zur nächsten Mitternacht. Ist doch scheißegal. Machen wir eben jetzt ein bisschen Nachtschicht. Ich weiß, dass ihr nicht so viel seht, das tut mir leid, aber naja. Es müsste eigentlich die nächste Mitternacht angebrochen sein. Nee, die ist durchgebrochen, ne? war der schlecht. Das kann doch nicht wahr sein. Steht der Bill wieder hier und starrt wieder Löcher durch den Wald. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Mal mit der Fackel müsste es jetzt eigentlich gehen. So halbwegs. Sieht man jetzt halt nur den so ein bisschen Radius halt um den rum. Also den Boden und sprich ein paar Pflanzen, an der man vorbeiläuft. Sonst nicht viel, ich weiß. Aber hier geht's jetzt eigentlich. Aber ich sehe auch nicht so viel mehr als ihr. Also in dem Fall kann ich euch da beruhigen. Na? Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Also hier ist schon mal nix. Finde ich nicht so atemberaubend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier ist es auch nicht. Die Fackel. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Sag mal, ich bin doch nicht dumm, das kann doch nicht sein, hä? Ich lese dir noch mal vor. Blut eines Tieres im Mondenschein auf einen Stein inmitten eines stillen Sees ergießt. Wird der Strauch in der Folgenacht auf eben diesem Stein hervorkommen. Ja, wo ist der Kackstrauch? Kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich glaube, ich werde bekloppt. Hörst du die Fackel aus? Sag mal, das kann doch nicht, wo ist denn das? Das kann doch nicht sein. Obwohl, da stand ja auch ein Stein inmitten einem See. Aber wo sollen hier... Moment, das... Wir pennen jetzt nochmal. Oh Mann, schon wieder die komplette Zeit verschwendet. Oh Mann. Ich muss gerade mal überlegen, wo könnte man denn sonst noch hin? Vielleicht, nein, doch, ja, kann sein, falls nicht, ist mir auch egal, wir können ja auch so mal den Greg fragen, vielleicht haben wir schon genug Stimmen und werden jetzt endlich Pirat, dann bleibt von mir aus der Morgan für den Rest seines Lebens schwer verwundet, ist mir dann auch scheißegal, vielleicht können wir auch die Quest irgendwann später dann beenden, aber ich hoffe, dass wir das jetzt nicht machen müssen, weil sonst hängen wir hier noch ein bisschen fest, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache das sogar direkt. Moment, ich schlafe kaum bis zum nächsten Morgen. Vielleicht darf ich mich auch nicht hingehen. Vielleicht darf ich mich auch nicht hinlegen und schlafen. Das kann auch sein. Ich darf nicht schlafen, das ist verboten. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Was so ein bisschen unlogisch ist, aber sehr egal. Ja, die Fackel kann weg. Vielleicht ist ja. Wir fragen mal wegen Samuels neuem Rezept. Da warten wir jetzt auch schon fast eine Woche. Weil ich in der letzten Zeit nur schlaf die ganze Zeit. Hier, der Renn oder wie er heißt. Renn, Renn. Also Renn weg, Renn. Ach ja. Was ein schlechter Witz. Der Schnaps nach deinem Rezept ist fertig. Das Zeug haut wirklich rein, also pass auf. Ich gebe dir besser nur eine Flasche. Danke. Haben wir die Quest jetzt erledigt? Ja, wenigstens das. Hier, neues Rezept für Samuel. Ich habe die Samuel. Alles klar. Was haben wir denn jetzt bekommen? Haben wir vielleicht diese Wolfskirsche? Ne, die haben wir auf keinen Fall. Sumpfgras-Schnaps. Nee, noch nicht. Also ich frage jetzt erstmal wegen Greg, dann sehen wir uns sowieso noch ein bisschen um.